Erneut willkommen zurück zu Zelda Spirit Tracks, meine lieben Freunde. Freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder zurück im Turm der Götter. Wir haben im letzten Part im Waldtempel diesen Riesenkäfer Gigakulis besiegt und dadurch wurde ein Teil des Turms der Götter wiederhergestellt. Also ein weiteres Stockwerk hat sich quasi wieder oben richtig drauf gesetzt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich noch höher und uns die nächste Geisttafel holen. Oder was meinst du, Shien? Dank euch erhält der Turm wieder Energie aus dem Waldtempel, Kinder. Der Turm hat nun einen Teil seiner Kraft zurückgehalten. Zu welchem Tempel sollen wir als nächstes? Der nächste Tempel liegt im Schneetal auf dem Gipfel eines Berges. Aber euch fehlt die passende Geisttafel. Dank der Energie aus dem Waldtempel könnt ihr weiter in den Turm vordringen. Dort findet ihr die Geisttafel, die euch zum nächsten Tempel führt. Wir müssen die Schneetafel finden, verstanden? Machen wir uns auf den Weg, Link. Ja, kein Problem. Sieh mal, Link. Die Treppen, sie führen weiter nach oben als zuvor. Suchen wir die nächste Geisttafel. Und was ich halt hier an dem Turm der Götter so geil finde, im Gegensatz zum Tempel des Meereskönigs, können wir jetzt hier einfach weiter nach oben marschieren. Wir müssen jetzt nicht nochmal hier im ersten Stock irgendwie was erledigen. Nein, wir gehen jetzt einfach hier weiter. Ab in die nächste Ebene. Ja, schöne andere Musik hier und hier geht's weiter. Oh, das ist heiß. Muss ich wirklich wieder in so eine stickige Rüstung? Ja. Du bist wirklich streng. Wie lange ich es da drin wohl aushalte? Ja, keine Ahnung. Wir müssen halt wieder aufpassen, dass wir diese... Oh, feuerspuckende Statuen auch noch. Wir müssen halt aufpassen, dass uns diese Phantome hier nicht bemerken und trotzdem auch wieder solche Lichttropfen sammeln. So, Moment, wie kriege ich denn den Tropfen hier boosten? Genau. So, hohe Vorsicht, es kommt ein Phantom. Mach das Feuer aus! Oh, das war knapp. Kommt nämlich genau in meine Richtung. So, erster Tropfen erwischt. Du hast einen Lichttropfen erhalten. Also drei davon stärken sie dein Schwert. You don't say. So, hier rechts oben ist der zweite. Jawohl. So, und jetzt fehlt nur noch mehr... Aua. Ach so, wenn... Na super. Wenn das Feuer rauskommt, dann kann ich nicht mehr dran vorbei. Und hier unten, ganz vorsichtig, ist gleich der dritte. Hörst du auch mal auf, wieder blödes Feuer? Nee, irgendwie nicht. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich das nicht irgendwie ausschalten, weil irgendwie scheint die eine Statue ständig Feuer zu spucken, ist ja blöd. Ist doch voll doof. Weil auspusten werde ich das nicht können. Hier, da kommt ständig das Feuer durch. Oder, ah! Tja, ich habe einfach das Phantom genutzt. So, du hast deinen Lichttropfen erhalten und deine heilige Kraft der Tropfen stärken und dein Schwert. Jetzt kannst du Phantome von hinten angreifen. Genau, jetzt kann ich sie wieder von hinten nehmen. Ich weiß, das Gang ist ziemlich versaut. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, man musste quasi warten, bis das Phantom von oben da vorbeigeht und dann die Flammen quasi blockiert. Ist ja eigentlich gar nicht mal so schwer, aber ist eine coole Idee. So, warte, das Phantom kommt. Das kann ich ja meinetwegen auch sehen. So, na los, komm doch, komm her. Du Volltrottel. Hä, wo ist er denn hin? Hinter dir, zack! Ich habe ein Phantom übernommen. Jetzt kann ich durch Feuer und Lava laufen. Ich helfe dir, an den Flammen vorbeizukommen. Jo, dankeschön. So, na dann, bitte erstmal hier so vorbei. Danke. So, hier ist aber natürlich noch ein zweites Phantom. So, komm erstmal mit. Ja, alles klar. So. Das Blöde ist halt, wir können in diesem Teil hier die Phantome nicht, und ich wiederhole, nicht wirklich besiegen. So, was ist hier drin? Oh, eine Drachenschuppe, geil. Das heißt, ein riesiger Drache hat sie verloren. Ob das stimmt? Ja, keine Ahnung. Könnte eine Anspielung auf Waloo sein, also aus Wind Waker. So. Versuch mal, das Phantom da zu übernehmen. Ja, hier ist nicht sehr viel los.
Okay, warte mal, der sieht mich doch jetzt, oder? Oh, Scheibenkleister. Nein, Hilfe. Nein, 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 geh weg. Hau bloß ab. Okay, gut, er hat mich nicht mehr gesehen. Er sieht mich nicht mehr. So. Komm, erstmal hier weiter. Ich muss irgendwie da rechts rüber, glaube ich, ne? Ich muss da irgendwie rüber. Phantom kommt, glaube ich, eh nicht bis hierher. Und jetzt geh einfach mal hier so durch. Und hier wieder rüber. So. In diesem Körper macht mir Hitze nichts aus. Kletter auf meinen Schild. Dazu musst du mich antippen. Um herunterzuspringen, tippe zweimal auf den Bildschirm. Achte darauf, dass du nur von einem erhöhten Ort aus aufsteigen kannst. Jo, halt, warte. Warte. Komm zurück. Ja, alles klar. Ich... hätte erstmal warten müssen, bis sie hier... So. So, na, ist doch geil. Jetzt werde ich hier einfach durch die Lava getragen, ohne dass mir was passiert. Ist auch eine geile Idee. So, und los. Richtig praktisch. So, wieder runter. Runter. Runterlassen. Danke. So, mitkommen. Und es geht weiter nach oben. Weil hier drüben rechts, glaube ich, hier können wir... Nee, können wir gar nicht hin. Da glaube ich, da kommen wir von woanders dann hin. Na egal, rauf. So, vierter Stock. Hm, der Totenschilder bewegt sich ja eigentlich. Und ja, ganz schön viel Lava. Ganz schön heiß. Aber wenigstens kein anderes Phantom. Weil ich glaube, der Totenschilder ist kein Phantom. Das ist halt irgendwas anderes. So. Na, komm schon. Stelle ich erstmal hier so hin. Ja, und jetzt antippen. Und dann bitte hier so durch. So, aha, hier sind Fledermäuse. Ah, okay, Moment. Erstmal zu der Truhe dahin. Dann muss ich pusten. So, ich hoffe, die Fledermäuse tun mir nichts, wenn ich hier oben bin. Ah, werden einfach abgewehrt. Ah, danke. Und... 100 Rubine, yeah, geil. Ich finde das so super, dass wir hier so viel Geld kriegen und pusten. Ah, ich hoffe, das dreht sich dauerhaft. Müssen wir doch garantiert noch woanders auch machen. So, halt, Moment. Da drüben. Zurück. So, hier bitte. Es müssen beide aktiviert werden. So. Genau. Supi. Richtig tolle Rätsel. So, vorsichtig auf die Fledermaus. Und wieder absteigen. Ich habe nur irgendwie ein bisschen Bammel vor diesem Totenschild, der sich hier bewegt. Was soll denn das hier sein? Was ist das hier? Ach, so ein Vieh! Ah, okay, gut, das hat Schiss vor uns. So, Moment mal, das heißt... Ich muss das irgendwie... Keine Ahnung, muss ich irgendwie locken? So... Muss ich doch garantiert zu Zelda locken, dass die dem eine runterhaut oder irgendwie so. Und tot. Haha, jetzt hat er nämlich einen Schlüssel dabei. Jawohl. Kleiner Key. Supi. So, kannst du wieder mitkommen, alles klar. War ja auch ganz einfach. So, gut, hier ist eine Tür, hier sind ein paar Krüge mit Herzen, ich bin eh voll. Und hier? Aha, na, ich mache erstmal, die Tür auf. Was ich halt auch so schön finde, wir haben hier überhaupt keinen Zeitdruck.
Im Gegensatz zum Tempel des Meeres, da sitzt uns überhaupt keine Zeit im Nacken. So, ich kann zwar hier rüber, aber was ist denn hier drüben noch? Was ist da hinten rechts? Das würde mich jetzt nur interessieren, weil... Warum kann ich dorthin? So, ich will einfach nur wissen, was hier ist. Was ist hier drüben rechts? Hier ist zwar zu, aber warum? Vor allem, was ist dort hinten? Aha. Na blöd, da komme ich ja... Oder, wartet mal. Kann ich selber abspringen? Nee, geht nicht. Schade, kann sich da nicht hochziehen, dann vergesst es. Kann sein, dass das jetzt später geht, weil... Ich sag mal so, um 100% in dem Spiel zu erreichen, muss man hier trotzdem manchmal in ein früheres Stockwerk, glaube ich, nochmal zurück. Aber es ist jetzt schade, dass sich Link da nicht wirklich hochziehen kann. Wird aber wohl auch nicht notwendig sein. So, bring mich einfach darüber, bitte. Bring mich einfach rüber. So, dankeschön. Fünfter Stock. Was ist denn das für ein fieses Monster? Wir müssen es gemeinsam bekämpfen, sonst haben wir keine Chance. Schnappen wir es uns, Link. Okay, so, du greifst mal von hinten an. Wir müssen das irgendwie nämlich ablenken. Verdammt, wie ging das denn nochmal? Los, hilf mir, Zelda. Greif es an. Los, du musst ihn angreifen! Mach schon! Hilf mir! Ja, das war gut. Und tot. Wir haben es geschafft! Zusammen müssen wir uns vor nichts und niemanden fürchten. Genau, du sagst es. Jetzt müssen wir doch hoffentlich bald schon bei der nächsten Tafel dann sein, bei der nächsten Gleistafel. Ich denke mal, im nächsten Stockwerk über uns müsste die, glaube ich, schon sein. Oh oh. Was bist du denn? Warte! Mann, wie macht man den Typen tot? Hä? Ach, keine Ahnung. Wir gehen einfach vorbei. Das wird mir zu blöd. Ich hab keine Ahnung, wie man den Typen besiegen soll und... Hey, von dieser Plattform aus kannst du auf mein Schild springen. Ach, na dann kann ich es mir eh schon fast denken. So, du gehst mal hier hin. Dann gehe ich auf dich drauf. Und jetzt führst du mich nochmal zu dem Spinner dahin, weil dann kann ich ihm von oben eine runterhauen. Haha. So, oh, weg. Oh, so, ich dachte schon, die Explosion erwischt jetzt uns. Aber kein Problem. So. Hier so lang. Ist es uns gar nichts mehr. Dann gehen wir noch hier durch. Weil hier drüben ist irgendwo ein Schlüssel. Oh je. Moment, jetzt muss ich aber absteigen, weil die Flammen sind zu hoch. Absteigen bitte. Absteigen. Runter. Link. Danke. So. Rufen. Jetzt hier bitte so durch. Danke. So, und... okay. So, warte jetzt. Oh. Verdammt. Moment mal. Scheinkleister. Ich muss erstens hier oben... Ah, verdammt. Alles nochmal zurück.
Shamcluster, das war falsch. Ich Idiot. Ich muss ja... Ihr wisst schon. Ich muss da oben bleiben auf dem Schild. Weil sonst... Moment mal, da ist auch noch so ein Typi. Ja, weil sonst geht das, glaube ich, irgendwie nicht. Ist jetzt aber auch ein bisschen bescheuert, naja. So. Ich werde erstmal das Vieh da drüben killen. Nein, ich wollte nicht abspringen, du Mongo! Mann, komm her jetzt! Alles klar. Mensch, ich wollte doch nicht runterspringen. Blöde Bewegungssteuerung schon wieder. Also manchmal klappt das auch nicht so ganz. Ich wollte ihm eine runterhauen und nicht abspringen. Ganz schön blöd. So, los, beweg dich, Zelda, beweg dich. Jetzt geht ein bisschen Dalli. Ich muss diese Typen besiegen, weil die stören und sind hässlich. So, dankeschön. So, und jetzt? Gut, Herzen werden wenigstens auch so von ihr aufgesammelt. Jetzt muss ich aber irgendwie an den Schlüssel ran. Aber wie mache ich das? Ich muss ja einmal irgendwie runter, aber ich kann ja nicht runter und wieder rauf. Das ist ja auch irgendwie ein Blödsinn. Aber ich muss auf dem Schild oben bleiben, weil sonst geht das nicht. Ach so, es hört einfach manchmal auf, okay. Wusste ich ja nicht. So, aber jetzt. Jetzt wird das was. So, jetzt bitte hier hin. Und einfach den Schlüssel runterpusten. Genau. So. Absteigen bitte. Und her mit dem Key. Also, geht doch. So, mitkommen. So, dann gehst du einfach mal schön hier so durch, bitte. Danke. Ja, man muss halt ein bisschen sein Köpfchen anstrengen. Dann geht das schon. So, Tür auf. Und ich glaube, jetzt haben wir es eigentlich auch geschafft. Ich habe wieder meine normale Gestalt, das heißt, die Geisterfrau ist Tierling. Ganz genau. Du hast die Schneetafel erhalten. Die Strecke zum Schneetal ist wieder da. Bin ich ja froh, dass wir jetzt die zweite Tafel haben. Oh, ihr habt die Schneetafel gefunden. Jetzt könnt ihr den Schneetempel vom Bösen befreien. Sucht den Lokomoturbino im Schneeschrein auf. Er kann euch sagen, wie ihr zum Schneetempel gelangt. Ja, los! Seid vorsichtig. So, Leute, jetzt würde ich aber trotzdem gerne erstmal wieder in die Stadt.
das wird zu viel, Link. Vielleicht sollten wir umkehren und uns etwas überlegen. Was, gegen diese Wildschweine? Ich will doch nur zur Stadt. Lasst mich bloß in Ruhe. So, halt, bremsen. Vorwärts. Und stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp! Meine Güte, was für dreiste Wildschweine auf einmal. So, ich glaube, ich habe nämlich... Genau, ich habe wieder Post. Hallo, wie geht es dir? Das ist ein Brief von Ferro. Ferro war ziemlich angeschlagen, oder? Aber er hat gesagt, dass er schon wieder voll da ist. Ach ja, der Brief, den habe ich vor lauter Reden ganz vergessen. Bitte sehr. Du hast einen Brief vom Briefträger erhalten. Sieh ihn dir gleich in deiner Sammlung an. Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit ist hier getan, man sieht sich. So, dann werden wir den Brief gleich mal lesen. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann, Link. Wenigstens kann ich mich endlich wieder etwas bewegen. Kannst du vielleicht zum Schloss kommen und mich nach Prologia bringen? Ich warte im Schloss, Ferro. Ja, kein Problem, mache ich doch gerne. Der Typ denn jetzt eigentlich? Habt ihr Ferro gesehen? Ja, ohne Prinzessin fehlt im Schloss irgendwie das Leben. Ich würde sie gern suchen gehen, aber niemand gibt den Befehl dazu. Naja, warum wohl? Weil der weil dieser Minister ein Arsch ist. Ja, wie? Die Schienen sind wieder hergestellt. Das sind normal gute Neuigkeiten, aber die Prinzessin ist noch immer verschwunden. Nee, du, die ist nicht verschwunden. Die ist halt ein Geist, aber die können halt nicht alle sehen und so. Das ist halt doof. Wo ist denn Ferro jetzt eigentlich genau? Der muss noch in diesem Warteraum sein, diesem Aufenthaltsraum. Die Schienen sind wieder so da, so ein Glück, aber die Prinzessin sind immer noch verschwunden. Der Minister dagegen kann meinetwegen bleiben, wo er ist. Ja, auf jeden Fall. So, war das nicht hier hinten? Ich glaube, ja. Ja, da ist er doch! Hallöchen! Hallo Link, du hast meinen Brief erhalten. Ich habe ganz schön was abbekommen. Aber schlimmer ist, dass ich die Prinzessin nicht beschützen konnte. Ich sorge mich um sie. Also... Was, der Geist der Prinzessin ist hier? Und um sie wieder in ihren Körper zu bekommen, musst du ins Schneetal? Das klingt ziemlich verrückt, aber du scheinst es ernst zu meinen. Allerdings gibt es dort viele Monster. Mit einem ganz normalen Zug ist das zu gefährlich. Ich hab's, Link, das ist die Lösung. Wir müssen zurück ins Dorf. Ich gehe schon mal zum Bahnhof. Also offenbar hat der liebe Ferro eine Idee. Oh nein, die Prinzessin kommt wohl nicht mehr zurück. Was sollen wir tun? Albert, bitte Link, sag Albert, dass sie sich nicht um mich sorgen muss. Was? Wie, die Prinzessin ist ein Geist und ich soll mir keine Sorgen um sie machen? Meinst du das ernst? Ja. Was? Das klingt ja ganz, als weilte die Prinzessin nicht mehr unter uns. Wie unhöflich, ich will nichts mehr hören. Wenn ich dir jetzt die Wachen informiere, entsteht ein großer Aufruhr. Aber was kann man da alleine schon tun? Er glaubt dir nicht. Du musst mir helfen, meinen Körper zurückzuerlangen. Ja, aber das wird halt leider noch ein Weilchen dauern. Ein ziemlich großes Weilchen. So, gut, keine weitere neue Post, aber ich glaube... Ich weiß nicht, soll ich mir irgendwas kaufen? Kann ich mir irgendwas kaufen? Naja, der hat ja eh nur solche typischen Sachen halt, ne? Ja, ein Kunde, willkommen in meinem bescheidenen Laden. 381 Rubine hätte ich ja. So, hier ist so eine schwarze Perlenkette. 300 Rubine, wir sind bescheuert! Nö, so viel kriege ich dafür garantiert nicht. So, und hier sind diese Glückspostkarten. Glückspostkarten, ja, schick sie mit der Post weg und gewinne etwas 100... Nee, ich traue mich das irgendwie immer noch nicht. Ich mache das erst später, wenn ich richtig viel Geld habe, aber sonst ist mir das zu schade. Nee, lass mal, ich kaufe dabei nichts. Hast du Pech gehabt? Ich erwarte deinen nächsten Besuch. Na, du kannst aber lange warten. Na, Tingle, alles klar soweit.
Ah, ich weiß, es ist doch eh nur eine Pappfigur oder irgendwie so. Na gut, Leute, ich würde aber vorschlagen, ich beende erstmal den Part und bringe Ferro dann im nächsten Part nach Prologia zurück, weil jetzt geht sich das von der Zeit hier wieder schön aus. Es ist nur blöd, dass wir immer noch keine wirklichen Bomben haben, sonst könnte ich ja da drüben diese Steinblöcke wegsprengen, könnte hier oben diese ganzen Truhen erstmal holen, aber das geht leider erst später. Macht nichts, ich sag trotzdem danke und bis zum nächsten Mal bei Sailor Spirit Tracks, Leute. Macht's gut und tschüssi!